Was, wie, wann, warum? Jenny will's wissen. Was ist das für ein Blasbalg? Ja, das, was du da in der Hand hast, ist ein Lärmmessgerät. Das ist ein Blasebalg, mit dem misst man den Lärm? Das ist kein Blasebalg, das ist ein Mikrofon. Test, Test, Reifentest. Wenn ich mir neue Autoreifen kaufen muss, schaue ich einfach ins Autotouring oder auf die ÖMDC-Homepage und suche mir von den Reifentestergebnissen einfach die besten aus. Das ist für mich ziemlich simpel, dahinter steckt aber ein riesiger Aufwand, denn der ÖMDC testet hier das ganze Jahr lang, 365 Tage, europaweit mit 9 Partnern auf 6 Teststrecken, um zu diesen Ergebnissen zu kommen. Deshalb will ich heute wissen, wie Reifentests ablaufen und bin hier in Melk am Wachauring im Fahrtechnikzentrum. Stefan, die Reifentests gibt es jetzt schon 50 Jahre und heuer zum Jubiläum hat sie sogar 50 Sommerreifen getestet in der gängigsten Größe. Welche Rolle übernimmst jetzt du bzw. der ÖMDC bei den Reifentests? Der ÖMDC macht die Tests natürlich nicht selbst. Das sind Kolleginnen und Kollegen des ADAC, die hier die aktiven Versuche machen. Wir fungieren hier als eine Art Notar. Ich muss die ganzen Ergebnisse bewerten, prüfen, ob es korrekt ist. Und es sind eine Menge Versuche zu tun. Ja, man muss Kreis fahren. Wirtschaftlichkeit muss gefahren werden, das ist Reichweitefahrt, es gibt Bremsungen auf trockener und auf nasser Straße und all das wird mit Messwerten und Noten festgehalten. Die Teststrecken müssen gemietet werden und wir haben eine Menge Leute, die das ganze Jahr über in ganz Europa unterwegs sind. Das kostet natürlich eine Menge Geld. 200 bis 230.000 Euro müssen wir pro Sommertest rechnen. Ist auch kein Wunder, wir brauchen 6 Garnituren Reifen. Und Stefan, für unseren heutigen nachgestellten Reifentest habt ihr jetzt extra einen Testfahrer einfliegen lassen? Nein, die sind alle schon im Einsatz für den nächsten Test. Das macht heute für uns der Fritz. Ja, Fritz, was ist denn heute deine Aufgabe als Testfahrer? Ich mache heute hier verschiedene Fahrmanöver auf trockener, auf nasser Fahrbahn mit verschiedenen Reifen. Nachdem sich die Bedingungen hier ständig ändern, wir arbeiten ja in freier Natur, ist das wichtig, nicht mit absoluten Zahlen zu arbeiten, sondern immer Bezug auf einen Referenzreifen zu nehmen. Das heißt, die Werte dieses Reifens zählen als 100% Wert und die Abweichung nach oben oder nach unten mit dem getesteten Reifen ergeben dann das Ergebnis. Gut, dann möchte ich euch beide mal in Action sehen. Fahren wir mit, oder? Leg mal los. Ich nehme an, ich darf nicht am Beifahrer sitzen. Na, da sitze ich. Oh. Ich befürchte, das war jetzt nicht genau der Bremspunkt. Du hast ein bisschen den Punkt verpasst. Ich befürchte, es war ein bisschen zu spät. Ungültiger Versuch. Jenny, du machst mich so nervös. Bereits ein Jahr vor der Veröffentlichung der Testergebnisse fällt der Startschuss für die Reifentests. Die Reifen werden auf ihre Fahreigenschaften und Sicherheit sowie Komfort und Wirtschaftlichkeit geprüft. Und zwar von 2 Testfahrern des deutschen Partners ADAC. Die Testfahrer führen alle Fahrten auf den 6 Teststrecken in Deutschland, Italien und Finnland durch, ohne dabei zu wissen, welches Modell montiert ist, da die Reifen nur mit einer Nummer gekennzeichnet sind. Stefan, wenn du bei den Tests nicht dabei bist, dann übernimmt der Digitalker. Ist das dann ein Roboter, der am Beifahrersitz sitzt? Also Roboter haben wir keinen auf der Beifahrerseite sitzen, aber immerhin ein entsprechendes Messsystem. Es redet nicht so viel wie ich, aber es sagt zum Beispiel Messbeginn, oder Achtung, und dann weiß der Testfahrer, dass er eine Aktion setzen muss. Zum Beispiel auf die Bremse steigen oder in dem Moment beschleunigen oder ausweichen. Und so haben wir die Möglichkeit, ganz präzise die Messung zu starten. Gespeichert wird das Ganze sowohl am Gerät auf einer Speicherkarte als auch gesendet. Auf trockener Fahrbahn werden das Fahrverhalten und die Fahrsicherheit getestet, sowie die Spurhaltung der Reifen in Kurven. Ihr testet ja auch den Verschleiß. Das dauert ja schon lang, bis da die Profiltiefe abgefahren ist von den Reifen. Was machen da die Testfahrer von den stundenlang im Kreis? Ja, sie fahren im wirklichen Leben und das im Konvoi mit 5 Fahrzeugen. Die Testfahrer draußen müssen 15.000 Kilometer fahren und in der anderen Dimension wird auf einem sogenannten Innentrommelprüfstand geprüft. Da fahren wir allerdings nur 5.000 Kilometer, weil das so regelmäßig ist, dass man den Rest dann hochrechnen kann des potenziellen Verschleißes. Wow, ich bin wirklich beeindruckt, was die Testfahrer hier leisten müssen. Fritz, du bist jetzt ungefähr eine halbe Stunde nur im Kreis gefahren. Ist das schon schlecht? Nein, keine Bange, Jenny. Ich mag's ja nicht zum ersten Mal. Das ist eine Frage des Trainings, aber auch der Blinktechnik.
Und wo schaust du immer hin? Ich versuche immer möglichst weit in die Kurve hineinzuschauen. Da verträgt mein Gleichgewichtsorgan diese Querbeschleunigung viel besser. Und da könnte ich das stundenlang machen, ohne dass mir schlecht wird. Na, da habe ich wieder was gelernt. Zu den Übungen auf nasser Fahrbahn gehören die Bremswegmessungen der Reifen. Auf dauerberegneten Asphalt- und Betonfahrbahnen werden ABS-Bremsungen aus 80 Stundenkilometern gemacht. Also bei 80 km/h haben wir jetzt 20,4 Meter Bremsweg gehabt. Wie wählt sie überhaupt die Reifen aus und wer kauft denn die alle ein? Also Reifenverkostung machen wir keine oder so, ja, sondern es wird eine Marktanalyse gemacht. Welche Produkte verkaufen sich stärker? Die sind natürlich interessant und Innovationen spielen auch eine Rolle. Also wenn ein Reifenhersteller eine neue Technologie, einen neuen Reifen bringt, kommt das auch auf die Liste und dann müssen alle Testpartner natürlich abstimmen. Wir müssen 4 Reifen je Testart kaufen, also 6 Garnituren sind da schon fällig. Die Schadstoffüberprüfung kommt jetzt noch dazu, da brauchen wir noch ein paar Reservereifen. Also da kommen schon 1600 Reifen zustande für den aktuellen Test. Und die übrigen Reifen habt ihr da hinten jetzt rot-weiß-rot angemalt und dienen jetzt als Deko, oder? Also auch da wird sicher der eine oder andere alte Testreifen dabei sein. Ein Kriterium beim Reifentest ist auch die Beurteilung der Geräusche, welche der Reifen während der Fahrt macht. Test, Test, Reifentest. Ein Geräuschpegelmessgerät misst die Außengeräusche, die Innenraumgeräusche werden subjektiv beurteilt. Wir testen jetzt den Geräuschpegel des Reifens. Wie hört sich denn bitte ein schlechter Reifen an? Ja, bei einem schlechten Reifen hörst du ein Rrrr oder ein Pssst, ein Singen. Einen guten Reifen hörst du eigentlich in dem Sinn nicht. Uns Menschen stören ganz einfach bestimmte Geräusche. Die Bestnote gibt es halt, wenn der Reifen als solcher gar nicht wahrgenommen wird. Also diesem Reifen würde ich die Note 1,5 geben. Wow, da steckt wirklich ein ganz schön großer Aufwand dahinter. Und es arbeiten hier viele Menschen europaweit zusammen und Partner des ÖMDCs, damit wir Autofahrer wissen, welche Reifen die besten sind für unsere Fahrzeuge und von welchen Billigmodellen wir lieber die Finger lassen sollten. Jetzt weiß ich die Reifentests vom ÖMDC noch mehr zu schätzen.